Yo, yo. Hey, da sind wir das, wieder. Das, hört ihr uns? Könnt ihr uns hören? Müssen wir wieder Pantomime? Ich hab irgendwas ge... Ja, ist gut. Nice. Ja, das ist, oh, ich wollte gerade meine Pantomime zeigen. Deine Pantomime-Skills? Und dann ist auf einmal Kagebunshin no Jutsu... Kagebunshin no Jutsu? ...draus geworden. Au, jetzt haben wir was... Ich glaube, alle Finger brechen, glaube ich. Was gebrochen, ey, dabei. Wir haben jetzt einmal aufgezeigt. Ich glaube, das müsste der richtige sein. Ja, wir haben uns das nochmal genauer angeguckt und ich starte jetzt die Maschine einmal. Und dann hoffen wir mal, dass der Blitz seine richtigen Wege nimmt. Also, Regie aufs Ingame. Zack. Starten. So, starten wir. Jetzt müsste es nämlich so lang gehen. Der soll ja ganz nach oben. Genau. Genau, siehst du? Über einen blöden Stein. Weshalb auch immer ein riesiger Brocken Steine von oben drauf liegt. Also, und eine Maschine, die du einmal benutzen kannst. Die Mechanik, welche dann quasi uns nach unten geleitet. Jetzt hier runter können. Ja, warum auch nicht. Jetzt kommen wir zum Roten hoffentlich. Oh ja, nee, jetzt ist bestimmt wieder noch Brücke angesagt. Nee, doch nicht. Und guck mal da. So, lass mal checken. Yeah. Ah. So machen das die coolen Leute. Ich denke übrigens, wir sollten, wenn wir diese ganzen Sachen gemacht haben, auch mal auf Genius wechseln, weil ich glaube, der müsste auch ganz gut reinhauen mittlerweile, ne? Der war auch schon länger. Auf jeden Fall. Wir hatten ja Regal jetzt. Nee, hatten wir Regal drin? Wir hatten Regal ein bisschen, gerade China im Moment, zusammen mit unser Rain. Jetzt kommen wir hier vorbei. Sag mal. Guck mal, wie der flattert. Wie der flattert und wartet. Ja, komm. So. Grafikfehler. Geben wir es dir mal. Let's go all out. Ich will die da oben. Ja, jetzt irgendwie komisch, ja, ne? Ja. Okay, ja. Weil du sonst ja eins gedrückt hast, dann hältst du zwar an, aber. Aber gut gestaggert. Die Blitzschwerter sind nicht so stark, aber ist trotzdem, glaube ich, wichtig, die. Ja. Erstmal erst zu bamsen. So gut es geht. Und Panda Black, guck mal, Panda Black nur hier am Ruhlen. Ja, er ist hier jetzt, wo er / sie dann parallel sich die Achseln wäscht und tippt. Um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht ist Panda Black auch an sie. Man weiß ja nicht. Geht es dir nicht auch so, dass du automatisch jeden im Internet assoziierst als männliche Person? Meinst du? Na, nicht unbedingt. Also eher männlich. Es hängt immer ein bisschen davon ab, natürlich auch, wenn du nicht strikt nach dem Usernamen gehen kannst. Aber so Panda hört sich für mich zum Beispiel an, wer würde sich bewusst einen Panda als Nickname nehmen? Ja? Es ist doch mehr so, oh, ich hab einen Panda, hab ich die gesehen? Die habe ich im Zoo gesehen, also, weil ich ein süßes Mädel bin. Du meinst also jemand, der aus Sachsen kommt. Ein Mädel, genau. Ein Mädel aus Sachsen würde okay. Panda als... Ich komme aus Sachsen hier und ich mag die Panda und ja, deshalb hätte ich mir eher weiblich zum Beispiel vorgestellt. Ja. Wir können da tatsächlich raus, oder? Können wir ah ja, stimmt, da ist ja dieser Kistenkasten. Panda Black, MOV. Man weiß es nicht, sagt er. Vielleicht unentschieden noch. Unentschieden, ja. Man weiß ja nicht, in welche. Ob das nach heutigen Konventionen überhaupt bestimmbar ist. Ja, stimmt. Wir sind auch eh nur erzogen. Erfahrungsgamme. Geschlecht ist auch eh nur Erziehungssache. Eben. Warte mal. After Midnight. So, ich sollte dir mal eine Dreier geben. Gib mir mal eine Dreier. Auf Dreier stehe ich. Auch bei den Gem. Ewigkeit. Also, Schlitzer. Basisattacken-Kombos auf 6. Nicht verknüpfen mit Spezialattacken, okay. Aber da kannst du 6er-Kombos machen. Ermöglicht beliebiges Verknüpfen und wacht plus verminderten Schaden, der bei Abwehr erlitten wird. Was ist wird. Ewigkeit nochmal? Ewigkeit irgendwie Kombination mit anderen verändert. Ich glaube, Schlitzer ist ganz nice. Machen wir mal Schlitzer dazu. Ja. Und eine hatten wir noch. Können wir Genius? Was hat Genius denn hier? Genius 1, 2, 3. Dem würde ich eine 4er geben, wenn dann. Die haben alle 2. Kann man die wechseln nochmal? Ja. Du verwirkst die eine, wenn du sie wechselst, ja. Ne? Ja, also vielleicht gib mal Priscilla mal eine. Drittes Auge. Ilan hat sie schon, erhöht Max KP. Von Nahrungsmitteln in Dungeons. Okay. Warum auch nicht? Ah, jetzt bin ich da reingelaufen. Voll raus. Rick.
Panda Black, bist du wirklich eine Frau? Ja, es ist jetzt eine Frage, Panda Black, die wir uns alle stellen. Das müssen wir eigentlich alles ermitteln. Empirisch. Eigentlich können Sie alle mal in den Chat schreiben, M oder W, je nachdem, ob ihr männlich oder weiblich seid. Bin ich mal dafür. Oder es sein wollt. Genau, was ihr gerne sein wollt. Ja. Ja, zuerst, was ihr seid und dann, was ihr sein wollt. Nur, dass wir so eine kleine Statistik bekommen. Dass wir so eine Statistik haben. Genau. Dass du nicht denkst, jeder, der im Chat ist, muss ich automatisch auch hier... Ich will eine Formulierung finden, die mich nicht schlimm aussehen lässt. Die nicht schlimm noch vor 18 Uhr zu gebrauchen. Ja. Ja, zwei Ws schon. M, M, W, M oder W. Einmal speichern wir gleich. Schreib mal einfach mal runter so. Hier. Speichern. M, M. Ja, viele Ms, ne? M und M sogar. Ja. Jemand schreibt hier S, aber es geht nicht um Kleidergrößen. L geht auch nicht. Ja. Oh, jetzt bin ich da reingelaufen. You're in real world of hurt. No way! Wo läufst du hin? Also, du müsstest jetzt zwei Kombos mehr haben. Ne? Oh, ein Doppelpack sogar. Schauen wir mal ein bisschen. Also die meisten sind M und manche sind grün oder so. Manche sind grün, ja, warum auch nicht. Außer Panda Black. Ja, sie Panda ist Black weiß nicht, was er sie ist. Es ist. Na gut, dann müsste das Mysterium noch ein Mysterium bleiben. So, jetzt versuche ich es einmal. Ja, genau, stimmt. Sag mal, steht einfach Schädlo? Ich habe jetzt hier mit dem Vordorn und hier blablabla, Deep Impact. Alles kaputt. Yeah, ich hab's kaputt. Yeah. So macht man das. Hammer. Wenn das nicht plus 4 jetzt ist, dann weiß ich auch. Wenn es nicht plus 2,76 ist, dann gibt's aber Ärger. So machen das die coolen Leute. Ja, ich bin M. N? M. N. Ist auch gut. N wie nämlich. Nämlich. Ganz vorsichtig. Was mir aufgefallen ist, werden unsere Abhilfen gewesen sein. Du kannst ja da genau ganz nüsslich. Ja, red ruhig weiter. Aufgefallen ist, dass wir tatsächlich viele Fans haben von Tales of Symphonia. Ich habe so oft, als ich im Chat noch unterwegs war, so viele gefragt, ey, wann kommt ein Tales of Symphonia wieder? Auf Twitter habe ich das bekommen, die Frage. Und irgendwie im Forum war auch ein Forum-Eintrag, dass wir das Spiel nicht verstehen, aber ist okay. Aber wir haben das trotzdem geguckt. Es ist der Hass der Liebe sozusagen. Es ist mir nie vorher so aufgefallen, dass so viele Leute sich darauf freuen, Tales of Symphonia mit uns zu gucken. Also ohne Scheiß, dass sie dann... Guck mal, Hashtag Tales of Beans, Hashtag ABDV. Geil, Mann, schön. Ja. Also vielen, vielen Dank, Leute, dass auch ganz viele Leute eben gesagt haben, die freuen sich 15 Uhr, jetzt geht's wieder los und ey, fand ich richtig cool, weil ich das vorher gar nicht so im Sinn hatte, im Kopf hatte, dass wir Fans haben, viele Fans haben, die sich das wirklich angucken. Du hast recht, man hat es natürlich nicht so dann richtig im Blick und ich würde dem auf jeden Fall beipflichten, weil viele Leute, ich meine, diese Farbe bespielen wir ja nicht so wirklich auf dem Sender hier, ne? Ja. Und gerade so ein Spiel wie Symphonia hat ja für viele schöne Erinnerungen, weil das für viele so, dass das Spiel auf dem GameCube gewesen ist, ne? Genau, das. Als sie dann klein waren und das dann zum ersten Mal gespielt haben. Und das war immer eine schöne Story und schöne Charaktere. War bei mir genauso. Also das war genau das, ja, was du jetzt sagst. Steht GameCube und dann Hammer, so ein Hammer-Game. Und vielleicht auch der erste Kontakt mit einem JRPG. Ja, genau. Also für viele so das eine das große, Paradebeispiel, ja, was sie gespielt haben. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Was da drin war. Und Superschienen haben wir gefunden, okay. Und deshalb ist eine coole Sache auch nicht nur für uns, dass wir es hier spielen können, sondern, warte mal, wie war noch sondern, dass ihr natürlich auch dabei seid und irgendwie das genießt. Ja. Ach, fand ich richtig cool, dass so Leute irgendwie... Die waren für Regal super schön. Lass uns übrigens mal die Party wechseln. Ja, und dann gerne weiter. Wir wollen natürlich, also wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen. Ein bisschen haben wir noch vor uns. Haben wir noch, ne? Ein bisschen haben wir noch, aber wir werden es in den nächsten Wochen dann noch weiter aus Kosten. Also hier zocken, dann warte mal. Dreieck.
Genau, Genius werde ich nochmal reintun. Lloyd, Zelos, Genius, Rain. Das hört sich eigentlich so nach einer guten Combo an. Ja, wir lieben euch auch. Also das ist wirklich, das finde ich toll, dass Leute gucken und irgendwie so auf YouTube auch irgendwie regelmäßig. Einer hat sogar geschrieben auf Twitter, er hat sich das Spiel jetzt gekauft, aber guckt uns lieber zu, wie wir das spielen. Also es ist auch, ihr sollt das natürlich selbst spielen, ne? Also gerade ja, die ganzen Skits, weil wir machen ja viele Sidequests und so nicht. Genau, es gibt so eine Menge Zeug, was ihr hier nicht zu sehen bekommt, was im Spiel hier mit drin ist, weil es hier innerhalb des Let's Plays dann nicht ganz so ergiebig wäre. Wir müssten 100 Stunden investieren, das wäre halt über ein Jahr so, worauf wir dann irgendwie auch keine Lust mehr hätten, aber... Ja genau, wir wollen das Spiel ja primär in Anführungsstrichen normal erleben und zumindest soll euch ja nicht nur einen Geschmack für das Spiel hier geben, sondern die Tales Games allgemein. Ja, no? Also spielt das ruhig, spielt das mal selbst zu Hause und tut euch das mal an irgendwie, das macht echt Spaß. Mal alles mal total immersiv in der Story drin sein und jeden Charakter mal kennenlernen, das ist echt cool. Das ist echt schön. Eben, kann ich schon mal sagen, es wird auch relativ weit oben in meiner Top 101 RPG-Liste landen. Sehr gut. Weil ich es immer fertig habe. Du bist jetzt bei 98, ne? Ich bin jetzt bei 98, genau. Ja. Da wir ja noch so relativ weit hinten in der Liste sind, kann ich noch ein bisschen... Oh, scheiße, das habe ich vergessen. Ein bisschen esoterischer, in Anführungsstrichen, sein bei der Auswahl. Das heißt, nochmal ein paar so Sachen reinpacken, die nicht so jeder auf dem Schirm hat. Sowas wie Eternal Sonata oder Amber Moon auf dem Amiga. Das sind so ein bisschen Kleinscheiß, den kann man in den 90ern noch abfeuern. Und dann geht's dann richtig los mit großen Krachern. Cool. Ja, Tempel des Blitzes so einmal absaven. Ab wann gehen die Kracher los? Ab 50 ungefähr? Ab 95 oder so. Ja. Also ja, also ich hätte auch noch anders die Liste hier bestücken können. Also zum großen Teil steht eigentlich alles, was ich da habe, inklusive ein paar Sollbruchstellen, wo ich sagen kann, ah, da kommt noch in Zukunft noch eins, während ich das Zeug mache, was da hier noch mit rein kann. Oder was da noch gut mit reinpassen würde. Aber eigentlich ist es ja alles voller Kracher, ne? Sonst könntest du könntest auch eine Top 500 machen, theoretisch. Wie viele hast du denn gespielt? Wie viele Rollspiele hast du denn dein Leben? Also nicht alles durch, ne? Es gibt so manche Sachen, wo du dann sagst, okay, ich habe bis dahin, dann ist okay, brauche nicht weiter spielen, aber 100 plus ist sicherlich dann schon mal mit dabei. Das kommt aber auch davon, dass ich nicht viele andere Genres dann, also hier und da mal ein bisschen gespielt, da gezockt, aber das sind ja so die persönlichen Präferenzen, ne? Die man zum Beispiel, ich habe in meinem Leben keine 5 Minuten World of Warcraft gespielt. Ja, gut. Ne? Also da seht ihr schon mal, wie viel Zeit dabei frei wird. Ja, stimmt. Für einige, die haben es ja eben, also zocken sie immer noch. WoW oder Call of Duty. Ich habe mal 2 Stunden in eine Kampagne investiert. Ja. Nicht mehr. Ne? Ja. Und dann dementsprechend ist da andere Zeit verfügbar, die man für sowas nimmt. Da spiele ich lieber zweites Mal Tales of Destiny oder hier noch ein zweites Mal Tales of Symphonia durch. So, ich wollte eigentlich uns mal gucken, ob ich hier das Apfelgel genau. Ach, ich wollte hier ein bisschen Energie drauf packen. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich? Haben wir den letzten Blitz jetzt bekommen? Genau. Rein theoretisch muss ich auch hier gar nicht, sondern hier oben hoch. Aber ich bin nur einfach reingelaufen, weil ich nicht gerade aufgepasst habe beim Reden. Okay. Hier hin müssen wir. Sag mal. Ich brate dich. So. Sauber. Im Auge. Aber ja. Oder auch für unterwegs zwischendurch ist sowas natürlich auch ziemlich cool. Wenn du dann auf der PSP, Nintendo DS oder sowas unterwegs spielen kannst oder auf dem GBA Golden Sun oder solches Zeug. Ja, ja. Wenn du viel Bus und Bahn fahren musstest, ist das schon Volt? Das müsste Volt sein. Oder schon, oh Gott. Was sah da echt so aus? Ich weiß nicht mehr, so komisch. Ein bisschen komisch aus, oder? Ein bisschen strange aus. Ja, ein bisschen weird. So wie so ein... Ah, warte mal. Hatten wir Sheena in der Party, weil sie mit dabei sein muss wegen Volt? Ja, stimmt. Deswegen wollen wir sie ein bisschen stärker machen, ne? Also, ich habe ein Bündnis mit Mythos. Mythos again? How could he make pacts with summoned spirits in both? Ach, guck mal, der hat auch in Tissiada die Pakte gemacht, ne? Natürlich. Ich bin Sheena. Also Bündnis. Komisch, dass Rain die Punkt-Punkt-Punkt-Sachen versteht, übersetzen kann. Kein weiterer Pakt, was? Why? Okay. Dann löst das auch den Pakt mit Mythos. Ja, ja, müssen nur. Ich will mit niemandem mehr etwas zu tun haben, deshalb wünsche ich keinen Pakt. Ach komm, sei doch mal nicht so. No, we need your help. Ja, genau. Schon wieder die Perspektive hier extra Hammer, für dich, ne? Hammer. Sheena, be careful! Sheena, pass doch auf! Der mit den komischen Augen. Alter! Was passiert hier? Okay. Das ist doch eigentlich Designmusik. Ja.
Das ist die böse Musik. Oh nein, genau wie damals, als meine Großmutter... Na, stimmt, nee, weiß ja, irgendwas war doch, ne? Ja. Und war es auch Volt? Oh nein, nicht... Nicht. Oh. Nein, gebrutzelt. Gebrutzeltes Eichhörnchen, das ist aber... Oh nein, du bist tot, aber du riechst so gut, Knabber. Warum machst du das, Corinne? Du, ich werde dich zernichten. Jetzt reicht's. Boah. Jetzt. Gina, get a hold of epische Musik. Ja, jetzt komm. Volt's just lost his faith in people. Make your vow and try forming a pact one more time. You can do it, Gina. Oh nein. Corinne! I'm sorry, but I couldn't be of more help. No! Oh. Sie löst sich sogar auf. Corinne ist tatsächlich tot. Ja. Ey, jetzt gibt's... Oh. Ey, jetzt gibt's auch die Fresse, Volt. Ja. Wobei, sie hätten Volt auch ein bisschen anders designen können, als mit diesen Knubbelaugen, wenn er so böse ist, in Anführungsstrichen. Ja. Genau, unterwirf Volt gewaltsam. Gewalt ist eine Lösung. Kinder, denkt dran. Denkt dran. Ja, ihr könnt alles mit Gewalt und lösen. Wenn euer Gegenüber das nicht möchte, einfach Gewalt. Genau. Ja, auch wenn die Schulnoten nicht so richtig sind, einfach Gewalt. Gewalt hilft. Gewalt hilft immer. Euer He-Man. So, ja, wir packen Schienen. Okay, okay. Dann, ja, Rain sollten wir drin lassen. Ja, die muss dabei sein. So. Okay, let's hope for the best. Gucken wir mal. Alright, let's go. This game again. Oh, yeah. Oh, shit. Mit Dings und unten. Block und unten ist ja... Blocken ist der Guard, ja? Ja. Ich weiß nicht, ob ich für mich das falsch oder richtig rumlege. Sag mal, ist der mal gestaggert? Wahrscheinlich, ja. Ah, der Block. Der mit seinen scheiß Augen, ey, sag mal. Sag mal. Oh, wieso geht der Guardian nicht? Okay. Mann, lauf doch nicht weg. Oh, warte mal, ich muss für mich mal... Du musst nie... Oh ja, nie, aber vorsichtig. Nee, doch nicht. Schreib wenigstens was für... Micha Krugmann schreibt auch schon was Schönes. Warte. Solange ich das Orangengel nehme. Ah nee, ich nehme sogar einen im Ananas. Hat er geschrieben? Oh, ich liebe... Oh, er liebt uns! Er liebt uns! Das ist doch nice. Das ist sehr gut, jetzt gerade. Hast du gerade einen Nightspring gekriegt? Was hab ich? Hast du gerade einen neuen Move gekriegt, oder war das er? Eigentlich nicht. Also... Oh nein, sie wird gerade bei... Oh, wie traurig der auch teilweise. Bei... Sauber. Ja. Wir müssen noch mal Unisono-Attack einstellen. Ja, müssen wir mal gucken, was am besten bei denen passt. Oh nein! Er blinkt! Fuck! Ich hab... Oh, Scheiß. Ja, ich weiß. Ich auch nicht. Fuck. Ich geb dir gleich welches. So, ich geb dir mal. Ananas haben wir nicht so viel Shit. Haben wir auch nicht. Ich hab genug HP. Okay. Ja, nee, Ananas wäre 60%. Ach so. So, ich geb mir gleich auch nochmal. Oh, raus! Fuck! Oh, gut. Oh Gott. Na gut, jetzt komm. Und Rain macht dir noch eine Fette. Sauber. Ey, jetzt geht's. Ja gut, das ist aber nur AP. Wir haben genug, Ja. Kommt schon, Rain, jetzt nochmal. Die darf halt nur nicht angegriffen werden. Sauer. Ah. Das ist aber nicht so gut. Das ist great wie sonst immer, aber gut. Ich gebe mir ein Sandwich als Belohnung. Das ist gut. Ja, okay, wir haben so ein bisschen da durchgequetscht. Wir waren ja auch wirklich bestürzt vom Tod von Corinne. Ja, da konnten wir nicht alles geben. Ja, Volt. Make your vow. Just like I said. For the sake of everyone that risked their lives to protect me. And for Corinne's sake as well. I want to save both worlds. Aber hat sie nur so getan, als ob sie tot ist? Oder ist sie... Ich glaube, das ist nur, einfach das Geisterbild aufgetaucht. Ja. Vielleicht war sie ja so arschig und so getan. I entrust my power to the pact maker, Sheena.
Ja, so gleich so machen können. Nur keine umbringen müssen. Haben sich die Leute wenigstens gefreut, außer Micha Krogmann, weil der freut sich ja immer. Der freut sich immer. What's happening? Oh, das denken alle, wir sind. Naja. Was denn? Wir sind Michael tatsächlich Krogmann. Oh. Guck mal, da passiert was. Und die, ne? Between the two worlds has been severed. Okay. Aha. Oh, ja, hat auch was gesagt. Wait. I'll translate. Ja, the two opposing forces of mana were severed just now. What does it mean for the mana flow to be severed? Also der Mana-Fluss, der immer von Tethiala nach Sylvaran geht und zurück, der die eine Welt dann erblühen lässt und die andere abstellt, aber jetzt wurde er anscheinend getrennt. Mana flows from the world in which the summon spirits sleep to the world in which the summon spirits are awake. This is the first time the summon spirits have been awakened in both worlds at the same time. Because of this, the mana connecting the two worlds has been eliminated. Does that mean that Sylveron and Tethiala have stopped competing for each other's mana? Ja, dass beide runtergehen oder was? Ja, übersetzt bitte. Aha, I do not know. The only thing certain is that the flow of mana between the worlds has been severed. Yes. Eventually the world shall separate. You mean the two worlds will split apart? That's perfect. Then they'll stop competing for each other's mana. Ja, vielleicht geht er ja beide unter. There are five seals in Sylveront, and since there wasn't a summon spirit at the fifth seal, we should be able to sever all of the mana if we awaken the summon spirits that correspond to the other four seals. Aha. Maybe. Endlich haben wir eine Aufgabe, ne? Das ist gut, das ist auch eine schöne Aufgabe. We'll save Sylveront without having Tethiala go into decline, right? At the least. The mana connecting the worlds will disappear and the two worlds will separate. Also für mich hört es nicht ganz so positiv an, wenn das ganze Mana weg ist, weil die brauchen das Mana doch, ne? Ich glaube, nur der Mana-Strom, der ist weg, ne? Aber das Mana an sich bleibt ja da. Achso, du meinst, dass nicht eine Welt alles bekommt und die andere gar nicht, sondern jeweils die Hälfte, dass es vielleicht reicht. Nur der Fluss, der beide Seen verbindet, ist weg. Da sollen wir mal aufpassen, dass der größte Teil in Sylveron bleibt. Da müssen wir kurz noch, bevor wir das machen. Ja. Sollen wir mal ein bisschen. ein bisschen. Ja, wir kippen es nur mal ein bisschen nur aus Versehen nach rechts. Okay, jetzt können wir kappen. Alles gut, ja. So wie wenn du irgendwie so Essen machst und dann so ein Stück abschneidest, müsst du hier brechst durch, müsst du bitte ein bisschen, dann gibst du, der andere nimmt dann das große Stück. Was ist denn das? Ein Pack mit Volt, welche die Funktion die sehen. It's thanks to both of you. Genau, kommt bei, meint ihr die beiden, oder was? Ja, zu euch beiden. Achso, Seo und Corinne, alles klar. Achso. Oh nein, ihre Glocke haben wir bekommen. Was bringt uns sie? Und ein Sardonyx. Und ein, sie hat eine Beschwörung und alles. Und kann jetzt eine Beschwörerin genannt werden. So. Shinas richtiger Name. Das müssen wir jetzt aber mal hören. Oh, Alter. Orochi und Kuchinawa sind Brüder. Die Namen klingen interessant. Das sind beides alte Misoro-Worte für Schlange, aber das sind nicht ihre richtigen Namen. Sind das Decknamen? Nicht so ganz. Muss viel sexier. In Misoho haben wir eine lange Tradition. Wir tragen zusätzliche Namen, während unsere wahren Namen nicht genannt werden. Echt? Wie heißen sie denn wirklich? Ich weiß auch nicht. Nur ihre Eltern und das Oberhaupt kennen sie. Und die sie einmal heiraten werden. Können wir aber vorher wissen. Ist dein Name auch ein zweiter Name? Ja, allerdings. Prisea, ich kenne Shinas echten Namen. Was? Woher willst du den denn kennen? Shinas echter Name ist grausame dämonische Todesfee. Das ist wirklich witzig. Zellas! Siehst du, ich habe doch gesagt, sie ist eine grausame Todesfee. Okay, das ist aber typisch Zellos. Ist auch lustig. Das ist wirklich typisch Zellos. Ausrüstung. Also mal gucken, ob da irgendwas von denen ein Ausrüstungs-Item war. Corinnes Glocke und. Ja, wir haben Corinnes Glocke bekommen und eine Waffe war das andere nicht. Wo ist denn die Glocke? Ja, ein Sardonyx. Ein Sardonyx ist ein. Hilft bei der Suche nach einem Seelenverwandten.
Okay, ach, das ist ein, hier wahrscheinlich ein Ring, den man sich anziehen kann. Mhm. Ah, verringert Das, alles klar. Das sollten wir am besten dann Rain geben, oder? No, Rain oder einen von uns, weil wir haben permanent Stimmt. Das ist auch. Gib dir mal Corins Glocke, also ein Andenken Corin, der sein Leben. Ach, das war ein Er. Ich denke immer Corin. Was? Ja, okay. Corin M. Corin SM, ja. Chat schreiben. Metall, das nicht rostet. Messing. Okay, warum auch nicht? Musstest du das Eichhörnchen in ihre Artgenossen fressen? Eichhörnchen sind ja auch lecker. Ne? Versteckte Kraft. Aufklärung. Da ist der Smaragd Ring. Schwierige Handbau und beeinflusst den Träger. Zeichen erhöht die Treffsicherheit. So, aber warte mal, gehen wir dir mal. Seelerverwandte. Wenn wir den Vita anreifen. Ich hätte gerne auch mal eine geile neue Waffe. Ja, wir werden vielleicht gleich mal einkaufen gehen, wenn wir die nächste Gelegenheit haben. Aber ich würde aber auch gerne einmal saven, wenn wir schon mal jetzt hier durch den Boss sind. Also. Wir haben das jetzt gemacht, Volt, damit wir wieder wenn wir wieder Strom haben, um die Rayards zu bedienen. Okay, läuft erstmal. Und unsere neue Aufgabe ist ja quasi alle Elementargeister wieder zu erwecken. Genau. Sowohl hat ja alle als auch Server. Wenn wir jetzt die Rayards haben, heißt das, wir können uns überall hinbewegen, wo wir wollen. Sind nicht mehr auf irgendwelche Boote oder sonst was angewiesen und können zwischen den Welten hin und her. Dann würde ich sagen, wir gucken erstmal, wo wir überhaupt hin können, was wir anstellen können. Und wenn wir jetzt nicht das richtige Ziel finden, wir haben ja noch unsere Karte hier, wo wir gucken können, was das nächste Ziel wäre. Weil bei sowas jetzt habe ich einen Bock drauf, weil wir die zu Fuß alles hier uns angeguckt haben. Jetzt können wir mal wirklich irgendwo fix hin. Wir waren tatsächlich überall, ne? Zu Fuß, glaube ich, ne? Ja, das heißt, außer in Tessiade gibt es so eine Handvoll Sachen, wo wir noch nicht hin konnten. Ja gut, die Eisscholle da oben. Genau, auf der anderen Welt waren wir überall, aber da kannst du ja mal schnell sagen, ich gehe von der einen Stadt in die nächste. Mhm. Und das passt schon. So. Ich nehme auch das Rote. Hab ich noch. Das haben wir ja alles schon weggemacht. So, geh mal durch. Jetzt kommt eine Cutscene. Nein, doch. Du hast es geschafft, einen Pakt mit Volt zu schließen. Glückwunsch, China. Orochi, ich danke dir. Nun zur Position der Rayards. Werf deinen Blick auf diese Karte. Signal von Chinas Nightblood kam aus dem Meer südöstlich von hier. Dort befindet sich eine fjordartige, von Eis bedeckte Gegend. Muss der Eingang zum Stützpunkt der Abtrünnigen sein. Aber gut, dann müssen wir die erstmal weghauen, dann kriegen wir die Rayards. Mhm. Sich unter Wasser befindet, heißt, wir müssen ins Meer tauchen. Keine Sorge, ich gehe vor und treffe die notwendigen Vorbereitungen. Abtrünnige sind aber nicht Designs. Botter und der andere Typ, der. Juan, genau. Cool. Der gegen Kratos gekämpft hat. Kratos? Kratos, hast du immer noch eine Nacht, wenn du trinkst. Hast du immer einen starken Kratos. Wir tanzen immer den Kratos. In Griechenland tanzen den Kratos. So, die felsige Eisgegend, das ist das damit wohl gemeint, oder? Da hinten das Eis, ja. Ja. Ja, hier. Ist los. Frage ist nur, wo? Oh Gott, die Steuerung ist echt die allerbeste. Kommen wir da durch? Guck mal. Nee. Aber können wir rückwärts fahren? Sonst sind wir jetzt in der Klemme. Geht rückwärts? Nein, geht auch nicht. Oh, aber können wir das nicht. So. Hier kommen wir aber. Das geht auch nicht. Nicht durch. Da unten ist ein bisschen was weiß auf der Landkarte. Ja, da würde ich auch jetzt mal hingehen, irgendwie. Als spontan. In Döseln. So. Ja. Das sieht doch gut aus, ne? Aha. Mal. Da ist tatsächlich, da ist ein Dock. Wieso haben wir das denn vorher nicht gesehen, das Dock? Weil wir da gar nicht in die Ecke gefahren sind. Ja. Ne? Sieht aus wie eine Base von einem Abtrünnigen. We are Baseball. Ja. Oh, oh scheiße. Oh nein. Schnell aussteigen. Oh, das halbe Schiff hängt im... im Gestein. Oh, im Gestein. Drücken. Dann rutschen wir Moonwalk auf Eis. Ja, genau. So. Oh, schade. Das ist die Hauptsache. Jetzt können wir Schiene rausnehmen. Ja, und mal wieder ein bisschen Magie-Action reinbringen.
Frage ist, ich hoffe, dass wir uns irgendwo da heilen können oder ob wir vielleicht mal in die nächste Stadt hätten vor sollen. Aber ach so. Ja komm, nee, da wird's bestimmt eine geile Maschine geben. Da gibt's doch sowieso wieder diese Heal-Maschine, ne? Ja, genau. Okay. Okay, und bevor wir konkret reingehen, da gehen wir einmal in die Werbung. Ist gleich wieder da.